Rückseiten. Abend. Ich bin Michael Holmes, freier Journalist für die Nachdenkseiten, für die Neue Züricher Zeitung, Psychologie heute. Ich bin spezialisiert auf Gewalt rund um die Welt und moderne Geschichte. Heute Abend ist es mir ein Vergnügen und eine Ehre. Ich spreche mit Günther Verheugen und seine Frau, Petra Erler. Günther Verheugen, Sie waren bis 1982 Generalsekretär der FDP. Dann haben Sie zur SPD gewechselt. Und ab 1999 waren Sie EU-Kommissar für die EU-Osterweiterung. Ja, korrigieren Sie mich, wenn ich das Falsches sage. Alles richtig. Und Frau Erler, Sie waren ehemalige DDR-Politikerin. Und heute leiten Sie ein Strategieberatungsunternehmen. Sie haben auch Ihren Mann, oder damals war er, glaube ich, noch nicht Ihr Mann, auch beraten häufig. Und ich glaube, man kann sagen, dass Sie beide auch Spezialisten sind für Osteuropa. Kann man sagen, wirklich. Ja, wozu auch natürlich die Ukraine gehört, nicht zuletzt und ganz wichtig, denn über die Ukraine wollen wir heute reden. Sie haben nämlich ein neues Buch geschrieben, Der lange Weg zum Krieg. Ich habe es mit großem Vergnügen und viel Gewinn gelesen. Ich möchte das Buch wirklich jedem unserer Zuhörer und Zuschauer ans Herz legen. In dem Buch schildern Sie eben den langen Weg in den Krieg in der Ukraine. Sie schildern den Konflikt, der zunächst noch sehr kalt war und dann immer heißer wurde, zwischen dem Westen und Russland. Und das ist schon mal sehr wichtig, dass Sie das betonen. Es geht hier nicht einfach um die Ukraine und Russland. Es geht um den Westen und Russland. Also Sie schildern den Krieg als einen Stellvertreterkrieg. Und dieser lange Weg ist recht komplex. Und deswegen muss ich auch sagen, man kann oft Menschen, die nicht so viel Zeit haben für Politik, sich damit zu beschäftigen, kaum übel nehmen, dass sie nicht verstehen, wenn wir sagen, der Westen trägt viel Mitschuld hier, was eine ihrer wichtigsten Thesen ist in dem Buch. Weil wer hat schon Zeit, sich mit den Details zu beschäftigen, mit der NATO-Osterweiterung und dann in der Ukraine dem Bürgerkrieg, denn zunächst war es auch ein Bürgerkrieg und nicht nur ein Krieg zwischen Russland und der Zentralregierung und dem Westen. Und wer hat auch schon die Zeit, sich zu beschäftigen mit den Details der Waffenabkommen zwischen Russland, früher der Sowjetunion und den USA und Europa? Das tun Sie aber sehr detailliert in dem Buch. Und wenn man das konzentriert liest, merkt man auch, warum es so wichtig ist. Denn es zeichnet sich ein Gesamtbild ab, das ich sehr überzeugend finde. Und das Gesamtbild ergibt doch, dass der Westen, und hier ist es schwierig, genau die richtigen Worte zu finden, aber doch Russland sehr schwer und auf vielfältige Weise provoziert hat. Und ich versuche es immer so zu erklären, ich sage, das rechtfertigt nicht den Angriffskrieg. Es war ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands. Das machen Sie auch vollkommen klar in dem Buch. Dennoch muss man sagen, oder kann man wohl sagen, dass andere Großmächte in einer vergleichbaren Situation so oder ähnlich reagiert hätten wie Russland. Das gilt ganz bestimmt für die USA. Und das gilt wohl auch für europäische Großmächte. Denn die Politik der NATO, und da geht es nicht nur um die NATO-Osterweiterung, wurde zunehmend zu einer Bedrohung der existenziellen Sicherheit Russlands. Zumindest wurde es so wahrgenommen. So, und wie gesagt, das Buch geht sehr ins Detail. Ich hoffe, wir können auch ein bisschen ins Detail gehen heute Abend. Ich möchte Ihnen ein bisschen überlassen, wo Sie anfangen und was Sie am wichtigsten halten. Ich persönlich glaube, wir sollten unbedingt reden über die Istanbul-Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, weil Sie zeigen in dem Buch, und ich glaube, inzwischen sind die Belege sehr gut, dass wir da einen Friedensschluss, der für die Ukraine auch akzeptabel gewesen wäre, sehr, sehr nahe kommen und da wirklich eine Chance auf Frieden verpasst haben. Aber es war nicht die einzige und nicht die letzte und bestimmt nicht die erste Chance auf Frieden. Und jetzt möchte ich Sie entscheiden lassen, wo Sie anfangen, wo Sie die Prioritäten setzen. Also Sie haben das jetzt alles schon wunderbar dargestellt. Ich kann mich jetzt darauf beschränken,
ganz kurz zusammenzufassen, um was es geht. Es geht uns darum, klarzustellen, dass es ein Unterschied ist zwischen dem Anlass eines Krieges und seinen Ursachen. Der Anlass ist ganz klar, der Anlass ist, dass die russische Politik Ende 2021, Anfang 2022 zu dem Ergebnis gekommen war, dass lebensnotwendige, unverzichtbare russische Sicherheitsinteressen mit diplomatischen Mitteln nicht vertretbar sind, nicht durchsetzbar sind. Und dann hat Russland zum Krieg gegriffen. Sie haben dazu schon das Notwendige gesagt, dass es völkerrechtswidrig war. Aber das war der Anlass. Aber die Ursache ist eine ganz andere. Die Ursache ist ein Versäumnis, das mehr als 30 Jahre zurückliegt und beginnt mit dem Jahr der deutschen Einheit, ja, beginnt mit den großen Veränderungen in Deutschland und in Europa und dem Versäumnis, die Chance zu nutzen, eine europäische Friedensordnung zu schaffen, in der Russland einen gleichberechtigten, respektierten Platz hat. Statt das zu tun, setzte sich das triumphalistische Gefühl durch, wir haben den Kalten Krieg gewonnen und jetzt gestalten wir die Welt nach unserem Willen. So, das ist im Kern was wir zu diesem Krieg sagen und das wir dann belegen, vielen einzuleiten. Ich will nur eine einzige nennen, der Oberbefehlshaber der NATO, frühere Oberbefehlshaber der NATO, General Hodges, sagte vor Ausbruch des Krieges, Russland ist schon seit Jahrzehnten unser Feind. Er hat nicht gesagt, die Sowjetunion, also er hat gesagt Russland. Und ich finde das ein sehr erschütterndes Zeugnis der Fehlentwicklung, mit der wir es zu tun haben. Frau Eiler, möchten Sie das ergänzen? Nein. Ja, warum? Okay, also vielleicht, ich glaube, was wirklich schwer zu verstehen ist für viele Menschen im Westen, dass man die verschiedenen Provokationen des Westens zusammendenken muss und dann zu ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, warum nicht nur Putin und die Eliten in Russland, sondern die Menschen in Russland sich bedroht fühlen. Und dazu gehört eben die NATO-Osterweiterung, die Kündigung der Rüstungsabkommen. Und hier geht es um die Atomwaffen. Das muss man wirklich verstehen, dass die NATO natürlich den atomaren Schutzschild hält über all ihre Mitglieder. Und dann muss man auch verstehen, die Interna in der Ukraine, nämlich dass wirklich in der ukrainischen Armee und in der ukrainischen Polizei tatsächlich extreme Rechtsradikale, also Neonazis tatsächlich, eine Rolle spielen im Azov-Bataillon. Wobei man sagen muss, die sind wahrscheinlich und hoffentlich eine kleine Minderheit, aber eine bisschen größere Minderheit sind wahrscheinlich schon extreme Nationalisten. Und ich glaube, diese Dinge zusammengenommen ist, was das Bedrohungsszenario für Russland ergibt. Also Atomwaffen, Neonazis in der Armee, also eine unberechenbare, für Russland unberechenbare und gefährliche Regierung vom Westen unterstützt. Und dann diese Hochrüstung durch die NATO. Also wenn man noch mal in die Geschichte zurückgeht, dann war 1990 der Zeitpunkt, an dem die USA vermutet haben, dass sie nunmehr die einzige verbliebene Weltmacht sind. Ja. Und diese spezielle Position gedachten sie auszunutzen. Und der einzige wirkliche Gegner zu diesem Zeitpunkt, aus der Sicht mancher in den USA, war die Sowjetunion bzw. das entstehende Russland. Und demzufolge haben alle US-Strategen ab 1990, das ist nachweisbar, darüber nachgedacht, wie kriegt man diesen potenziellen Herausforderer kaputt? Kann man ihn kaputt schlagen? Kann man ihn vernichten? Und das hält sich bis heute. Also Colin Powell, der das 1991 gedacht hat, unterscheidet sich nicht von der estnischen Ministerpräsidenten oder von dem heutigen
polnischen Präsidenten in der Frage, dass man eigentlich Russland kaputtschlagen muss. Und so war auch die Strategie der USA, und das ist recht nachweisbar. Es gibt aus dem Jahre 2019 eine Untersuchung von Rand in Auftrag des Pentagon. Wie kann man Russland klein machen oder schwächen? Und in dieser Strategie spielt die Ukraine eine maßgebliche Rolle. Und selbstverständlich hat das Pentagon und die Rand damals gedacht, naja, das ist nicht ganz ohne Probleme, wenn wir anfangen, die Ukraine zu benutzen, um sie als Rambo gegenüber Russland zu gebrauchen, dann könnte es sein, dass Russland zurückschlägt. Mhm. Russland hat zurückgeschlagen, wie wir wissen, in einer völkerrechtswidrigen Art und Weise. Aber das, was die Rent-Leute damals befürchteten, ist eben eingetreten. Russland wird nicht dulden, dass die Schwächung, seine Schwächung oder seine Zerschlagung vom Westen geplant oder wie auch immer durchgeführt wird. Und der Beginn dieser Schwächung war 1991, und 2006 konnte man in amerikanischen Medien lesen, dass man überlegte, ob man die nukleare Überlegenheit kriegt. Und was das bedeutet, sollte sich jeder auf der Zunge zergehen lassen. Nukleare Überlegenheit bedeutet die Bereitschaft zur Führung eines Nuklearkriegs. Ich möchte gerne noch etwas hinzufügen. Ja. Es ist eine Sache mit einer langen, langen Geschichte, die sogar anfängt vor 1990. Die Idee, dass wer die eurasische Landmasse beherrscht, die ganze Welt beherrscht. Und daraus wurde nach 1990 der Schluss gezogen, dass man alles verhindern muss, was dazu führen könnte, dass Russland die alte Stärke der Sowjetunion wiedergewinnt. Und der Schlüssel, um diese Frage in dem Sinne zu lösen, ist die Ukraine. Also die Ukraine war von Anfang an eine geopolitische Figur auf dem weltpolitischen Schachbrett. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass im Jahre 2013, dem Jahr des Maidan, ein von den USA, aber auch einigen anderen westlichen Staaten mitinitiierter Staatsstreich, ein Putsch, zu einer Regierung in der Ukraine geführte, bei der man sicher war, dass sie keine Verständigung mit Russland gesucht hat. Ja, vielleicht sollten wir zu der Maidan-Revolution oder Putsch, je nachdem, wie man es sieht, noch ein paar Worte verlieren. Weil aus westlicher Sicht handelt es sich einfach um eine legitime demokratische Revolution gegen ein autoritäres, korruptes Regime, das von Russland gestützt wurde. Meiner Ansicht nach ignoriert das einiges. Erstens ignoriert es die Rolle der Rechtsextremisten auf dem Maidan. Und ich glaube, sie waren eine Minderheit, aber eben eine militante und gefährliche Minderheit. Und es ignoriert auch die Meinungsumfragen zu der Zeit in der Ukraine. Nämlich die Ukraine war ein absolut gespaltenes Land. Gespalten auch regional, also das Zentrum der Ukraine und der Westen mehr pro-europäisch waren und pro-westlich. Und der Osten mehr pro-russisch und für die Janukowitsch-Regierung. Und tatsächlich in einer Meinungsumfrage waren die Zustimmungswerte zur Maidan-Revolution ziemlich genau in der Mitte für und gegen. Also die Ukraine war ein gespaltenes Land, und in dieser gespaltenen Situation hat der Westen eindeutig Partei ergriffen für eine Seite und hat damit auch die Souveränität eigentlich des Landes verletzt, was kaum je gesagt wird. Können Sie noch ein bisschen mehr sagen zur Maidan-Revolution und was das mit dem allem zu tun hat, wo wir heute sind? Nun, Sie haben eigentlich die wesentlichen Dinge gesagt. Die Ukraine ist seit 2004 ein gespaltenes Land gewesen. Kräfte, die nach dem Westen drängten, und Kräfte, die interessiert daran waren, eine gute Beziehung zum benachbarschaftlichen Russland zu haben.
Und jeder wusste das auch. Und das Problem der Janukowitsch-Regierung, die 2010 ins Amt gekommen war, war, dass Janukowitsch auf der einen Seite in die Europäische Union drängte, aber auf der anderen Seite interessiert daran war, die Ukraine neutral zu verorten. Und dagegen sind ab dem Jahr 2012 die Oppositionellen von Janukowitsch Sturm gelaufen. Und diese Oppositionellen, die damals schon rechte, rechtsextreme, rechtsnationalistische Kräfte umfassten, à la Svoboda, die sind vom Westen unterstützt worden. Denn wir wollten eine Ukraine, die nicht so sehr demokratisch ist, mit demokratischen Wahlen ihre neue Richtung sucht, sondern wir wollten eine Ukraine, die sich definitiv gegen Russland positioniert. Und deswegen hat es auch im Westen kaum jemand interessiert, wie der Putsch abgelaufen ist, der mit sehr viel Geld befördert wurde und mit sehr viel Geheimdienstengagement auch. Und normalerweise, jedenfalls würde ich das erwarten von vernünftiger westlicher Politik, hätten wir zu diesem Zeitpunkt sagen müssen, Schluss. Die Ukraine ist tief gespalten. Wir brauchen einen Mechanismus, der diese Spaltung politisch überwindet. Steinmeier hat es damals versucht, gemeinsam mit dem polnischen und dem französischen Außenminister. Aber kaum war die Gewalt auf dem Maidan die entscheidende Gewalt, wurde alles vergessen. Und das zeigte, wo die Interessen lagen. Aber dann, es kam zum, ich würde sagen, zunächst einem Bürgerkrieg, in dem sehr schnell der Westen und auch Russland Partei ergriffen auf den verschiedenen Seiten. Also der Bürgerkrieg wurde dann langsam allmählich zu einem Stellvertreterkrieg. Und man muss dazu sagen, es ist gut belegt, dass beide Seiten schwere Kriegsverbrechen begangen haben. Also die Separatisten von Russland unterstützt, aber auch die ukrainische Armee und ukrainische Milizen, zum Teil mit Neonazi-Symbolen auf dem Arm, haben auch schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, Folter, Tötung von Zivilisten etc. Und es war großer Hass auf beiden Seiten. Und die Minsk-Abkommen sollten eigentlich den Frieden gewährleisten. Und wenn man heute sich die im Detail anguckt, sehen sie wirklich aus nach einer guten Friedenslösung, also zumindest die Blaupause davon. Und ich würde behaupten, nach wie vor hätten sie funktionieren können und vielleicht könnten sie sogar noch heute funktionieren, aber dazu kommen wir vielleicht etwas später. Nein. Und die Frage ist, warum hat der Westen nicht die Ukraine mehr gedrängt, ihren Teil der Abkommen einzuhalten? Also für mich ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie sehr sich eigentlich Russland und die Separatisten an das Abkommen gehalten haben. Aber was man schon sehr klar auch sagen kann, die Ukraine hat die Minsk-Abkommen niemals, zumindest nicht vollständig umgesetzt. Ist das fair zu sagen? Ich möchte, bevor Günter Falken redet, ich möchte noch eins sagen. Ja, gerne. Der Beginn des Krieges gegen den Donbass, der ist nicht von Russland gemacht worden, sondern der ist von der Übergangsregierung der Ukraine gemacht worden. Das war damals eine nicht demokratisch legitimierte Regierung und die hatte es satt, dass es im Osten der Ukraine zu Aufständen kam, à la den Aufständen auf dem Maidan. Das war sozusagen ein Anti-Maidan. Und da wurden genauso Gebäude besetzt wie damals in Kiew oder Lviv im Jahre 2013, 2014. Und die Übergangsregierung hat die Armee der Ukraine gegen diese Aufständischen geschickt. Das endete damals katastrophal, weil ein Teil der Armee übergelaufen ist. Ein Teil der Armee blieb treu
Aber natürlich war damit überhaupt nicht lösbar, was das Problem in der Ukraine war. Nämlich, dass sie auf der einen Seite nach dem Westen, auf der anderen Seite nach dem Osten schaute. Und das war die Idee der Minsker Verhandlungen. Ja, aber dazu braucht man gar nicht mehr viel zu sagen, denn drei der Hauptbeteiligten haben sich ja öffentlich dazu geäußert. Die Bundeskanzlerin, die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel, der ehemalige französische Präsident Hollande und der ehemalige ukrainische Präsident Poroschenko. Und alle drei haben gleichlautend gesagt, bei den Minsk-Abkommen ging es nicht darum, eine Friedensregelung für die Ukraine zu finden, sondern es ging darum, Zeit zu gewinnen, um das Land auf den unvermeidbaren Krieg mit Russland vorzubereiten. Das heißt, nach den Aussagen dieser drei Staatenlenker war die ganze Minsk-Politik überhaupt nicht ernst gemeint. Sie war ein Vorwand, man könnte auch sagen, eine Täuschung. Und wenn man genau den Inhalt dieser Abkommen betrachtet, dann wird einem auch schnell klar, warum die Regierung in Kiew kein großes Interesse daran hatte, dieses Abkommen zu verwirklichen. Es hätte nämlich eine Verschiebung der Machtverhältnisse im Land bedeutet. Wir haben ja schon auf die Tatsache hingewiesen, dass die Ukraine ein gespaltenes Land ist. Und das äußert sich natürlich dann auch im Wahlverhalten. Wenn man also die Millionen von ethnischen Russen im Osten der Ukraine, wenn die bei Wahlen gar nicht mitmachen dürfen, dann kriegt man Mehrheiten zustande, wie man sie gerne hätte. Richtig. Und ich glaube, an diesem Punkt können wir ja schon gleich zu dem entscheidenden Istanbul-Verhandlungen kommen, denn, also jetzt erfolgt natürlich dann 2022 die russische Invasion, aber die Verhandlungen in Istanbul sind unmittelbar danach, 2 bis 3 Wochen danach beginnen sie im März und April, wenn ich mich richtig erinnere. Und lange Zeit wurde im Westen kaum darüber berichtet. Jetzt hat sogar dann erst Foreign Affairs und dann die New York Times darüber berichtet, stellen das ein bisschen tendenziös dar, wie man das auch erwartet von der New York Times. Aber immerhin geben sie uns doch neue Informationen. Und alles, was wir darüber wissen, stellt wirklich ganz grundlegend in Frage die westliche Darstellung für die Motive Russlands. Denn wenn man sich dann anguckt, was die Forderungen Russlands waren, muss man schon sagen, dass es aus russischer Sicht hier um eine Verteidigung geht gegen NATO. Und könnten Sie ein bisschen schildern, Sie tun das in dem Buch ausführlich und sehr überzeugend, was wurde in Istanbul verhandelt und warum ist es eine so große vertane Chance? Und was sagt es uns über die Motive von Putins Regierung? Nun, Vier Tage nach der russischen Aggression gegenüber der Ukraine, beziehungsweise nach der Tatsache, dass russische Truppen gemeinsam mit den Truppen des Donbass gegen die Kiewer Zentralregierung aufstanden, gab es den Willen zu Verhandlungen auf beiden Seiten. Und das spricht sehr dafür, dass zu diesem Zeitpunkt es russische Kalkül war, dass man mit dieser Aggression sehr klarlegen wollte, dass man es ernst meinte mit der Forderung nach Neutralität der Ukraine und dass russische Sicherheitsinteressen betroffen waren. Denn davor lag ja der russische Vorschlag an die NATO und an die USA, dass man eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa braucht. Denn das russische Sicherheitsproblem besteht darin, und die USA haben es bewiesen, dass die Ukraine womöglich zum Aufmarschgebiet der NATO werden könnte. Diese Verhandlungen liefen ganz gut. Und alle ukrainischen Verhandler haben das auch gesagt. Und wir haben das in unserem Buch auch korrekt dargestellt. Es hätte damit geendet, wenn sie erfolgreich gewesen wären, dass die Ukraine neutral geworden wäre, die Ukraine demilitarisiert geworden wäre. Aber
Russland sich aus dem Donbass zurückgezogen hätte und bereit gewesen wäre, über die Zukunft der Krim Verhandlungen zu führen. Die Ukraine wollte ihrerseits auch Sicherheitsgarantien. Russland wollte seinerseits auch die Berücksichtigung der russischen Sprache künftig in der neuen demilitarisierten Ukraine. Also es waren alles Themen, die beiden Ländern auf den Nägeln brannten. Die NATO-Position war, mit Russland ist sowas nicht zu verhandeln, denn das Verhandlungskonzept zeigte ja, dass die NATO-Auffassung, dass es gar nicht darum ging, ob die Ukraine NATO-Mitglied wäre oder nicht, sondern dass es eigentlich nur darum ging, dass Russland in seiner Nachbarschaft keine Demokratien ertragen könnte, dass natürlich alles falsch war. Und die New York Times hat es auch entblößt. Und Boris Johnson kam schlussendlich nach der Ukraine und hat sie aufgefordert, diesem Verhandlungsergebnis nicht zuzustimmen. Meine persönliche oder unsere persönliche Meinung ist, die Ukraine hat zu diesem Zeitpunkt noch versucht, die Auffassung von Johnson und Biden zu umgehen. Die haben gewusst, sie werden diesen Krieg verlieren. Sie haben es gewusst. Und sie wollten, deswegen haben sie auch dieses Wirken von Boris Johnson in die Zeitung gesetzt. Sie wollten diesen Weg nicht gehen, aber sie hatten niemand mehr, der sie unterstützt. Und das ist die Tragik an der ganzen Geschichte. Und seitdem ist Zelensky und alle anderen Ukrainer davon überzeugt, sie werden den Krieg gegen Russland gewinnen. Und es kostet mindestens 600.000 Menschenleben, wenn nicht mehr als, hat es schon, wenn nicht mehr als 1.500.000 Schwerverletzte in der Ukraine. Das ist das Päckchen, was wir zu tragen haben. Und das wir, meine ich, der Westen. Und damit sind wir bei den strategischen Fehlentscheidungen des Westens. Petrella hat ja gerade schon erklärt, weshalb diese Friedensverhandlungen gescheitert sind. Aber was war das Motiv dahinter? Das ist ziemlich eindeutig. Der Westen hat sich entschieden für eine Strategie, die er Siegfrieden nennt. Ja? Er sagt, es kann nur verhandelt werden, eine Lösung dieses Konflikts gefunden werden auf der Grundlage eines militärischen Sieges. Das heißt, die diplomatische Lösung wird ausgeschlossen. Alle Erfahrungen der Spannungspolitik der Vergangenheit werden in den Staub getreten. Und es wird einer rein militärischen Lösung das Wort geredet. Und das ist der tiefere Grund, warum wir uns gedrängt gefühlt haben, dieses Buch zu schreiben, weil wir eine unglaubliche Gefahr auf uns zukommen sehen. Wir sehen die Gefahr auf uns zukommen, dass dieser militärische Konflikt vollkommen außer Kontrolle gerät, dass er mit immer mehr und immer gefährlicheren Waffen eskaliert und dass das Ziel, diesen Krieg mit einem westlichen Sieg zu beenden, am Ende nur durch den Einsatz von Atomwaffen zu erreichen ist, aber dann gewinnt keiner. Da sind wir alle tot. Also es geht ja darum zu sagen, haltet endlich ein. Macht Schluss mit diesem Gemetzel, gebt der Diplomatie eine Chance. Bei den Istanbul-Verhandlungen, wenn man die New York Times zum Thema liest und Kommentare der westlichen Politiker, im Grunde genommen haben sie inzwischen eingestanden, dass wir nah dran waren an einem Friedensschluss. Aber natürlich, logischerweise, beschuldigen sie Russland für das Scheitern. Und sie geben im Grunde genommen zwei Gründe an. Das eine ist Kriegsverbrechen in Butscha, die nicht so gut untersucht sind, aber vieles spricht dafür, dass Russland hier Kriegsverbrechen begangen hat. Dagegen, dass das hier eine wichtige Rolle gespielt hat, ist aber, dass die Verhandlungen nach Butscha weitergegangen sind und zwar sehr intensiv. Also das spricht einfach die Chronologie dagegen. Das zeigen Sie auch in dem Buch. Das zweite Argument ist auch nicht überzeugend und das ist, dass gesagt wird, Russland wollte im Grunde genommen die Ukraine hier in eine Art
zu einer Art Satellitenstaat machen. Aber tatsächlich zeigt das Istanbul-Kommuniqué, wenn ich es richtig verstehe, dass der Westen und Russland beiderseitig die Neutralität der Ukraine garantieren und beiderseitig auch versichern, dass sie im Falle einer militärischen Invasion von wem auch immer oder einer Verletzung der Souveränität, dass beide Seiten sich verpflichten, dann auf Seiten der Ukraine einzugreifen. Und da ist die Frage, warum sollte Russland sich dazu verpflichten, auf Seiten der Ukraine einzugreifen gegenüber dem Westen, wenn sie es nicht ernst meinen mit dieser Neutralität? Aber dieser letzte Punkt wäre vielleicht nochmal wichtig zu klären. Hat Russland in Istanbul versucht, die Ukraine in eine Art Kolonialstatus zu drängen? Oder war es Russland ernst mit der Neutralität? Nun, die Istanbul-Verhandlungen zeigen, dass es erstens eine westliche Lüge war, dass Russland nicht bereit ist zu verhandeln. Richtig. Und zweitens zeigen die Istanbul-Verhandlungen, dass es dem Westen nie um Frieden ging, sondern dass der ganze Krieg in der Ukraine, der ja angeblich für die ukrainische Freiheit, Demokratie und was auch immer geführt wird, nur ein Vorwand ist, um Russland zu schwächen, wenn nicht gar zu ruinieren. Und die erste, die das sozusagen in die Welt geblasen hat, war unsere Außenministerin, Frau Annalena Baerbock. Später ist es aber auch bestätigt worden von Joe Biden und dem amerikanischen Verteidigungsminister Austin. Wir reden hier nicht über die Rettung der Ukraine. Wir reden hier über die Zerschlagung Russlands. Mhm. Und natürlich hätte Istanbul und ein zügiger Friedensschluss alles verhindern können an Kriegsproblemen, Kriegsverbrechen, Sterben in der Ukraine. Es war aber nicht wichtig. Offenbar war es dem Westen nicht wichtig. Und alle diese Krokodilstränen, die immer geheult werden, wenn irgendetwas passiert, wobei ich mal daran erinnern will, dass der ehemalige Präsident des Roten Kreuzes, des Internationalen Roten Kreuzes gesagt hat, es sind erstaunlich wenige Zivilisten. Jeder Zivilist ist einer zu viel, die in diesem Krieg sterben, weil nämlich beide Armeen, die ukrainische als auch die russische, sehr gut das internationale Recht kennen. Und er dachte, es wäre eine Trendwende in der internationalen Kriegsführung. Das war im November 2022, er hat sich geirrt, wie wir wissen, aber nicht in der Ukraine, nicht in der Kriegsführung mit Russland, sondern in der Kriegsführung im Gazastreifen. Aber das ist die Bedeutung des Istanbul-Prozesses. Russland wollte, die Ukraine wollte, der Westen wollte nicht. Und er wollte deswegen nicht, weil er glaubte, wenn wir die Ukraine nur ausreichend unterstützen, dann wird Russland in die Knie gehen und vielleicht sogar so enden wie Deutschland 1945. Und seitdem ist es völlig klar, dass es hier um die Existenz Russlands geht und dass es hier um die Frage geht, wer beherrscht die Welt? Genau das hat ja der berühmte Herr Melnyk, der hier sein Wesen als ukrainischer Botschafter getrieben hat, gesagt, als ukrainisches Kriegsziel, wir wollen Russland da sehen, wo Deutschland 1945 war, am Boden liegend, zerstört, ruiniert. Und hier frage ich, weiß der Mann, was er redet? Ja? Begreift er eigentlich, was das bedeutet, wenn eine atomare Supermacht instabil wird, wenn sie auseinandergenommen wird, wenn innere Unruhen geschehen, wenn sich Gewalt nach innen und nach außen richtet? Das kann die ganze Welt ins Verderben stürzen. Man muss das so deutlich sagen, hier sind absolut verantwortungslose Leute am Werk, die uns in etwas hineintreiben, was wir unter allen Umständen verhindern müssen. Die westlichen Postulate sind unerreichbar. Wenn gesagt wird,
Man kann überhaupt mit Russland erst reden, wenn der Putin weg ist, kann ich Ihnen nur sagen. So kriegen wir den Putin nicht weg. Ist auch nicht unsere Sache, nebenbei bemerkt. Die Russen sollen selber entscheiden, wer sie regieren soll. Aber wenn wir glauben, dass ein Regime-Change in Moskau die russischen Sicherheitsinteressen und das russische Interesse in diesem Konflikt in irgendeiner Weise verändern würde, dann sind wir vollkommen schief gewickelt. Es gibt keine nennenswerte politische Kraft in Russland, die das russische Interesse anders sieht als die jetzige russische Regierung. Ebenso abenteuerlich ist das Argument, wir können jetzt nicht Verhandlungen zulassen. Dazu ist die Ukraine zu schwach. Man kann da nur aus einer Position der Stärke verhandeln. Und das ist nun wieder sehr interessant, wenn man sich daran erinnert, dass am Anfang des Konfliktes wir ja darüber unterrichtet worden sind, dass diese russische Armee nichts taugt, dass die russische Kriegsführung nichts taugt, dass sie nichts militärisch nichts gebacken kriegen. Und jetzt hören wir etwas ganz anderes. Jetzt hören wir, wir müssen die aber unbedingt dort stoppen, denn wenn wir sie in der Ukraine nicht stoppen, dann greifen sie sich als nächstes die baltischen Länder und dann Polen und dann sind sie auch schon kurz vor Berlin. Das sind Lügen, ja, das sind Propagandamärchen, die erfunden werden, um die öffentliche Zustimmung zu der westlichen Beteiligung an diesem Krieg aufrechtzuerhalten. Und dagegen wehren wir uns. Ja, ich finde, man sollte auch dazu sagen, daran erinnern, dass im Kalten Krieg auch sowohl die USA auf Seiten der Sowjetunion wirklich klares Unrecht und Verbrechen, zum Beispiel den Einmarsch in der Tschechoslowakei, dulden mussten, um einen Atomkrieg zu vermeiden. Und umgekehrt auch, die Sowjetunion musste auch oft hinnehmen, dass die USA überall in Lateinamerika intervenieren. Und in Vietnam natürlich und in Angola und in Afghanistan, wo beide interveniert haben. Also beide mussten oft, was sie als großes Unrecht der anderen Seite angesehen haben, hinnehmen, um einen Atomkrieg zu vermeiden. Und deswegen existieren wir heute überhaupt alle noch. Und es ist, was ich absolut erschreckend finde, also was mich wirklich auch, was mir oft manchmal den Schlaf raubt, ist, dass total vergessen wird, verdrängt wird, was ein Atomkrieg bedeuten würde. Es gibt ja sogar Studien vom Lancet, die zeigen, dass ein atomarer Krieg zwischen den USA und Russland speziell, und davon reden wir ja in dem Fall, bis zu 90% der Menschheit umkommen würde. Also das ist, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Hauptsächlich aufgrund der atomaren Abkühlung, die Ernten vernichten würde. Es ist ein absoluter Albtraum und da muss man sich fragen, selbst wenn man alle anderen Argumente nicht gelten lässt und hier die westliche Sichtweise sehr teilt, muss man doch zumindest aus Vernunftgründen auch dafür appellieren, dass wir alles tun müssen, um einen Atomkrieg zu verhindern und selbst wenn wir Dinge hinnehmen in der Ukraine, die vielleicht auch Unrecht sind, wie zum Beispiel die Besetzung Teile der Ukraine etc. Also ja. Können Sie noch was zu dieser Gefahr des Atomkriegs sagen? Also ich finde, Sie sprechen eine wirklich schwierige Frage an. Nach dem Motto, darf ein Aggressor qua seiner Verfügung über Atomwaffen andere daran hindern, sich zu verteidigen? Das ist die Frage, die hinter Ihrer Frage steht. Und man kann sie nur beantworten, wenn man sich wiederum fragt, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wieso ist Russland zu der Überzeugung gekommen, es muss militärische Gewalt einsetzen? Und das bringt uns zur NATO, die entgegen ihrem eigenen Statut sich gesagt hat, ich bin nicht bereit, mit Russland in irgendeiner Art und Weise zu verhandeln. Was Russland denkt, ist uns egal. Und diese Denkweise existiert seit dem Jahre 1994 explizit. Und das bedeutet, dass wir seit 1994 in Wahrheit
als NATO-Staaten damit pokern, was Russland als Atommacht machen könnte. Das ist überhaupt nicht mehr vernünftig. Das Zweite ist, selbstverständlich bin ich der Überzeugung, dass wir niemanden auf dieser Welt gestatten dürfen, die gesamte Zivilisation in Frage zu stellen. Das Problem ist nur, dass ich bisher nur auf Seiten der USA das Verlangen gesehen habe nach atomaren Erstschlagskapazitäten. Im Jahre 2006 ausgedrückt und heute auch noch ausgedrückt durch die atomare die Nukleardoktrin der USA. Die Russen haben nicht eine so weitergehende Nukleardoktrin. Das Dritte ist, ich kann jeden nur warnen, wenn wir anfangen zu glauben, wir könnten es so machen wie die Buben auf dem Schulhof, wer hat den längeren, wer hat den besseren, dann landen wir genau dort, wo wir nie landen würden und wollen. Und ich persönlich, ganz persönlich, ich bin der Auffassung, es ist nicht wahrscheinlich, dass die Menschheit in irgendeiner Art und Weise überlebt, wenn es zu diesem atomaren Schlagabtausch käme, der immer näher rückt. Alle sind sich darüber einig, auch amerikanische Neokonservative. Es ist nicht, ist keine russische Propaganda. Wir nähern uns dem Punkt, wo Atomwaffen eingesetzt werden. Und wenn sie eingesetzt werden, dann gibt es die, die gleich sterben, dann gibt es die, die verstrahlt werden und dann gibt es die, die verhungern. Ja. Und die, die dann noch übrig bleiben, sind keine Menschen mehr. Die Konsequenz aus dem, was wir gerade diskutieren und was Peter Erler so bewegend gerade dargestellt hat, die Konsequenz daraus ist ja ganz einfach. Das oberste Ziel internationaler Politik ist unverändert die Kriegsverhütung. Ja, das ist, ganz einfach. Also es ist, wir dürfen in unter den Bedingungen, unter denen wir heute leben, dürfen wir Krieg als Mittel der Politik schlicht und einfach nicht mehr akzeptieren. Und darum beschäftigen wir uns in diesem Buch sehr intensiv mit den Erfahrungen, die wir während des früheren Kalten Krieges gemacht haben und wie wir dafür gesorgt haben, dass er nicht zum heißen Krieg wurde. Das Instrument hieß Entspannungspolitik. Die wird heute diffamiert, wird fälschlich dargestellt, als sei es da um Geschäftemacherei gegangen, also dieser vollkommen falsche Slogan Wandel durch Handel. Ich möchte ganz klar sagen, ich bin ja damals schon dabei gewesen, so alt bin ich inzwischen schon. Ich möchte ganz klar sagen, Entspannungspolitik hat ein begrenztes Ziel. Und das Ziel ist Konfliktvermeidung, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es uns ermöglichen, auf der Grundlage verifizierbarer Verträge und Abkommen Konflikte zu vermeiden. Wir dürfen Entspannungspolitik nicht überbelasten mit Forderungen, die sie nicht erfüllen kann. Zum Beispiel ist nicht Aufgabe von Entspannungspolitik, die inneren Verhältnisse in einem Staat zu verändern oder Regime-Change herbeizuführen oder was auch immer. Sondern es geht es muss ganz konzentriert um diese Frage gehen, wie vermeiden wir den Krieg? Das setzt ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen den Beteiligten voraus. Und wenn es gut geht, wie wir es nach 1975 ja erlebt haben, kann Entspannungspolitik sehr wohl zu Veränderungen in Gesellschaftssystemen und zu grundlegenden strategischen Neuorientierungen führen. Wir wehren uns also gegen die These, Entspannungspolitik sei eine Sache der Vergangenheit, ganz schön gewesen damals, aber heute nicht mehr zu brauchen, sondern sagen ganz klar, wir sind nicht da, wo wir sind, weil wir Entspannungspolitik getrieben hätten, sondern wir sind da, wo wir sind, weil darauf verzichtet wurde, die Erfahrungen der Entspannungspolitik der 70er und 80er Jahre in unserem neuen Jahrhundert weiterzuentwickeln. Ich glaube, man sollte zwei Sachen da auch anmerken. Heute wird einerseits, wie Sie gerade sagten,
unterstellt, die Entspannungspolitik sei niemals wirklich idealistisch gewesen. Es ging immer darum, Geschäfte zu machen mit Diktaturen. Dabei ging es wirklich auch um die Idee, und das war nicht die wichtigste. Es ging vor allem um Wandel durch Annäherung. Und ja, das war die entscheidende Idee. Ja. Und der Wandel durch Handel war ein Teil dieser Idee. Also, Das ist einfach nicht wahr. Korrigieren Sie mich bitte. Diese These hat es nie gegeben. Das ist eine Erfindung der Opposition in Deutschland gewesen damals, um Entspannungspolitik zu reformieren. Es hieß niemals Wandel durch Handel, sondern es hieß immer Wandel durch Annäherung. Das heißt, durch den Besuch, die Positionen des anderen zu bestehen, gemeinsame Interessen zu definieren und einen gemeinsamen Handlungsrahmen zu entwickeln. Also ich will mich dagegen wehren, dass 50 Jahre danach die Politik von Willy Brandt und anderen reformiert wird. Ja, natürlich. Ich verstehe es auch so, dass, also es ging nie um Geschäftemacherei. Das passt ja auch überhaupt nicht zum Charakter von einem Willy Brandt. Das ist ja wirklich eine Diffamierung. Und es ging nicht um Geschäftemacherei, und es ging auch, was auch so eine Unterstellung ist, es sei naiv gewesen. Und das ist nun wirklich auch ganz seltsam. Ich würde sagen, es ist genau umgekehrt. Naiv war nicht die Generation von Willy Brandt. Die hatte ja noch den Krieg in den nationalsozialistischen Verbrechen erlebt und gelitten. Und genau, es ging ja genau darum, einen Krieg zu vermeiden, einen Krieg von dieser Größenordnung oder sogar noch größerer Größenordnung, wie wir gerade besprochen haben. Und es ist ja eben eher die Generation danach. Also es geht ja gerade um diesen Triumphalismus, wie Sie es genannt haben. Der ist ja eigentlich naiv. Also dass man einfach ignoriert die Gefahren, die in einem solchen Krieg mit der Ukraine stecken. Dass man wie kleine Kinder hier gut gegen Böse spielt. Wir sind die Guten, Sie sind die Bösen. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, dass möglicherweise Hunderttausende von Ukrainern sterben, ganz abgesehen von den Gefahren eines Atomkrieges. Wir reden hier nicht über Naivität. Also das tut mir furchtbar leid. Wir reden über Bösartigkeit. Wir reden hier seit Jahrzehnten über die Annahme, man könne über Kriege die Welt verändern. Und zwar nach eigenem Gusto. Und diese Annahme war nach dem Zweiten Weltkrieg eine Triebkraft amerikanischen Verhaltens. Vietnam, erster Irakkrieg, zweiter Irakkrieg, alle folgenden Kriege gegen den Terror. Wir haben eine Politik erlebt, die ausgehend von den USA und ausgehend selbstverständlich von der Stärke der USA, das darf ja gar keiner geringschätzen, der Auffassung war, wir sind politisch die Besten, wir sind ökonomisch die Besten, wir haben das größte Militär und jetzt können wir die Welt nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten, wie auch immer das ausgeht. Und es ist immer in die Hose gegangen, seit Vietnam. Und niemand ist bereit, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Idee, dass man zusammenleben kann, dass man sich gegenseitig respektieren kann, dass man auch davon überzeugt ist, dass so wie der andere lebt, es nicht das eigene Lebensmodell ist, wie etwa Kennedy, der selbstverständlich nicht die Sowjetunion wollte. Das war für ihn ein fremdes System. Aber es war für ihn ein System, mit dem man leben kann. Und heute haben wir die Zuspitzung dessen, was wir schon mal in der McCarthy-Ära hatten. So nach dem Motto, mit denen da können wir nicht leben. Die sind die Bösen. Und wer immer über sie positiv redet, gehört auch zu den Bösen und in Wahrheit eingesperrt und der Stimme beraubt und so weiter und so fort. Wir sind in einer Ära angelangt, in der wir nicht mehr rational denken können darüber, was unser gemeinsames Überlebenswille ist und Überlebensinteresse. Denn wenn wir so weitermachen,
bleibt ja nichts weiter übrig, als den bösen Feind mit einer Atomrakete oder was weiß ich, den Kopf einzuschlagen. Und wo werden wir dann landen? Wir in Europa. Wir werden das Schlachtfeld werden. Und die USA wird auf der anderen Seite des Atlantiks sitzen und wird sich sagen, naja, lass die Völker in der Türkei, in dem Fall in Europa, sich die Köpfe einschlagen. Ja, ich finde das auch eine große Stärke Ihres Buches. Und es kommt jetzt auch raus, wie Sie sprechen, dass Sie den Finger auf diese Ideologie legen, die heute im Westen, die ein bisschen schwer fassbar ist, denn wir alle lieben die Demokratie und die Meinungsfreiheit und viele der westlichen Werte sind natürlich eine wunderbare Sache und man wünscht sie sich auch in einiger Hinsicht im Rest der Welt. Nur der Westen gebraucht sie natürlich heute für eine Art Fanatismus, was eine Absurdität ist, was wirklich im Sinne von George Orwell ist, dass hier die Demokratie wird im Grunde genommen verwendet für einen manichäistischen Wahnsinn. Also wir sind das absolut Gute und die anderen, unsere Feinde, sind das absolut Böse. Also Russland, China, Iran, Venezuela und so weiter sind das absolut Böse. Und deswegen können wir gar nicht verhandeln. Und im Namen dieser Ideologie führen wir einen Krieg nach dem nächsten. Und was ich... Ja, also, ja. Okay. Wir sollten uns erst einmal klar machen, was das eigentlich bedeutet, Rest der Welt. Den Ausdruck haben Sie gerade gebraucht. Der Rest der Welt, das sind die, die nicht so denken wie wir, ja. Es sind etwa 7 Milliarden Menschen. Ja? Also wir sind nicht die Mehrheit auf diesem Planeten mit unseren Werten und unserem Way of Life. Wir sind im Gegenteil eine Minderheit, deren Bedeutung schrumpft. Sowohl demografisch wie auch ökonomisch und politisch ist das völlig eindeutig. Also wir sollten endlich aufhören, den Eindruck zu erwecken, als seien wir Masters of the Universe. Ja, wir sind die Großen. Wir haben alles zu bestimmen, alles tanzt nach unserer Pfeife. Der sogenannte Rest der Welt lässt sich das nicht mehr länger gefallen. Die Zeiten sind vorbei. Und das nimmt auch einen wesentlichen Teil in unserem Buch ein, wo wir das beschreiben, den Übergang von einem System, in dem eine Weltmacht dominierte, hin zu einem multipolaren System. Das ist in Wahrheit die große politische Aufgabe, vor der wir stehen. Wie kriegen wir diesen Übergang zu einer multipolaren Weltordnung hin, ohne dass es dabei zu kriegerischen Konflikten kommt, also ohne dass zum Beispiel diese Frage zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und China führt. Wir haben ja darüber noch gar nicht gesprochen, aber das Thema China steht ja immer im Hintergrund. Bei allem, was auch jetzt im Augenblick passiert, auch beim Ukraine-Krieg, wird ja ganz offen gesagt, unser Verhalten dort soll den Chinesen eine Lehre sein, dass sie merken, wir lassen nicht mit uns spaßen. Also zusammengefasst, die wirkliche Aufgabe, vor der wir stehen, ist in der Tat, einen völlig neuen Politikansatz zu finden, so wie es Kennedy versucht hatte, so wie es Gorbatschow versucht hatte, müssen wir es erneut versuchen, weil wir unsere Kräfte zusammenfassen müssen, großen Probleme unseres Planeten zu lösen und es uns nicht leisten können, unsere Kräfte dadurch zu verschwenden, dass wir uns gegenseitig umbringen. Ich möchte nur eine Frage ergänzen. Mhm. Da ich ja Ostdeutsche bin, ja. Ich weiß, wie verführerisch der Geschmack der Freiheit ist. Mhm. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum die heutigen sogenannten westlichen Demokratien nicht das Selbstbewusstsein mehr haben, das einst Kennedy hatte. Mhm. Nach dem Motto, wir sind eigentlich attraktiv. Mhm. Natürlich, weil sie es nicht mehr sind, weil die Bilanz der westlichen Demokratie nicht sehr gut ist.
Sie sind diejenigen, die Kriege befürwortet haben, die Regime-Change befürwortet haben, die Leuten Angst machen auf dieser Welt. Aber am Ende bleibt für mich immer doch Demokratie und der Geschmack der Freiheit ist unschlagbar. Das ist schön, dass Sie das sagen. Könnten Sie vielleicht auch noch ein Wort zu Gaza sagen? Weil ich finde, ich sehe auch ein bisschen einen Zusammenhang, weil als beim russischen Einmarsch habe ich noch nie so eine Kriegsstimmung erlebt, so eine Art Fremdnationalismus, also dass die Deutschen so sehr gefiebert haben mit den Ukrainern und überall waren ukrainische Fahnen. Ich bin auch nicht grundsätzlich dagegen. Ich war zweimal in der Ukraine und habe viel Sympathien mit dem Land, aber es war sehr seltsam, diese aufgepeitschte Stimmung, und es wurde auch sehr intolerant. Und ich sehe einen Zusammenhang, weil ich glaube, der Einmarsch Russlands hat den Westen nochmal etwas fanatischer gemacht, nochmal zusammengeschweißt und gegen den Rest der Welt, der, wie Sie sagten, der Mehrheit der Menschheit im Grunde genommen ist, gestellt und hat sie dann auch blind gemacht dafür, was Israel im Gazastreifen tut. Also ich glaube, diese bedingungslose Unterstützung der USA, Großbritanniens, Deutschlands und der EU für Israel wäre nicht möglich gewesen ohne diese aufgeheizte, fanatische und intolerante Stimmung im Westen. Nein, also ehrlich das gesagt, also jeder, der gesagt hat, es geht um die Ukraine, hat doch eigentlich gelogen. Es geht nie um die Ukraine. Die Ukraine wurde in Frontstellung gebracht, um Russland zu schwächen. Also diese ganze Kriegslüge, dass der Ukraine-Krieg geführt wurde für die Freiheit der Ukraine, das ist doch wirklich völlig absurd. Und das müssen Leute auch begreifen. Sie sind hier belogen worden, und zwar in großem Stil. Das zweite Problem ist, sind die Ereignisse des 7. Oktober und dann die anschließenden Ereignisse der Krieg gegen den Gazastreifen. Das ist eine ganz andere Geschichte, die seit dem Jahre 1948 ihre Entwicklung hat. Wir haben in unserem Buch selbstverständlich nicht diese Entwicklung nachgezeichnet. Uns ging es um den langen Weg zum Krieg in der Ukraine. Aber eines ist ganz klar. Und ob es uns passt oder nicht. Was im Gazastreifen passiert und was jetzt auch im Lancet angedeutet wurde, zwischen 7 und 9% der Menschen im Gazastreifen sind unter Umständen tot. Und das ist ein großes humanitäres Versagen. Ja. Und wer immer Kriege beenden will, so wie wir den Krieg in der Ukraine beenden wollen, muss diese Schlachten im Gazastreifen beenden und muss eine Lösung finden, dass das, was ursprünglich mal gedacht wurde, nämlich Zwei-Staaten-Lösung, auch kommt. Und wir brauchen in der Ukraine eine Lösung, wo Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft und unterschiedlicher Affinität zusammenleben und sich sagen, ich lebe mit meinen Nachbarn im Osten und im Westen in Frieden und ich hasse niemanden. Und das ist das Gemeinsame. Wir können keinen Hass in Europa ertragen und wir sollten keinem Hass im Mittleren und Nahen Osten Vorschub leisten. Denn meine alte These ist, ich muss es ganz ehrlich sagen, wer immer Hass sagt, okay, dagegen ist es okay, der gibt dem Hass freien Lauf, gegen wen auch immer. Und Menschen sind sehr erfinderisch, wenn sie alles hassen wollen. Ja, der Kniefall von Willy Brandt war ja auch ein großes Zeichen von Demut. Und die fehlt mir so sehr. Also erlebe den Westen als sehr hochmütig und intolerant. Und wir haben die Wahrheit gepachtet für uns. Und könnten Sie noch ein bisschen was sagen, auch vielleicht, um zu ein bisschen positiverem Ende zu kommen? Entspannungspolitik, wäre das noch etwas Aktuelles? Und
Was wäre anders? Was würde sich ändern in unserer Kultur, in unserer Politik und in unserer Gesellschaft, wenn wir wieder mehr die Lehren der Vergangenheit hier ziehen könnten, würden? Nun, wenn wir zurückkehren würden zu den Prinzipien der Entspannungspolitik. Ich meine, die Verhältnisse heute sind anders als die Verhältnisse in den 70er Jahren, aber an den Prinzipien hat sich nichts verändert. Prinzipien heißen, dass man immer auch die Interessen der anderen Seite sehen muss, ja? dass ein Problem nicht nur aus der eigenen Sicht betrachtet werden kann, sondern dass wir es immer bemühen müssen, es auch aus der Sicht des Kontrahenten zu betrachten, dass man sich bemühen muss, herauszufinden, ob es gemeinsame Interessen gibt. Und wenn es gemeinsame Interessen gibt, nach denen auch zu handeln. Und ob es möglich ist, Felder der Kooperation zu entwickeln. Also politische Felder, auf denen man zusammenarbeiten kann. Das sind die Prinzipien. Aber die Voraussetzung dafür ist ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen. Und wenn das nicht da ist, dann können Sie auch keine Entspannungspolitik ins Werk setzen. Meine große Sorge ist, dass in den letzten 20 Jahren so viel Vertrauen verloren gegangen ist, so viel auch mutwillig zerschlagen worden ist, dass es nicht von heute auf morgen möglich sein wird, eine Rückkehr zur Entspannungspolitik zu betreiben. Nichtsdestoweniger muss es versucht werden mit allen Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, weil die Alternative eben die ist, über die wir ausführlich gesprochen haben. Die Alternative ist, dass wir unter ständiger Bedrohung unserer wirklichen Existenz weiter leben müssen. Das heißt also, was hier zu verlangen ist, ist ein Politikwechsel, und wir würden uns wünschen, Petra Erler und ich, wir würden uns wünschen, dass wir Europäer, die Europäische Union, bei diesem Versuch der Neujustierung der internationalen Politik eine führende Rolle spielt, eine treibende Kraft wird. Das ganze Gerede von strategischer Autonomie der Europäer und wir müssen unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen, würde mir sehr viel besser gefallen, wenn es verbunden wäre mit eindeutigen und klaren Initiativen mit dem Ziel, Entspannungspolitik wieder möglich zu machen. Ich möchte noch einen Gedanken hinzufügen. Danke. Ich war immer der Überzeugung, dass es zu den wirklichen Stärken der Europäischen Union gehört, dass es einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt und Fernsehen. Die Medien spielen einfach eine wichtige Rolle für die objektive Unterrichtung von Bürgerinnen und Bürgern. In den letzten Jahren habe ich mit großer Sorge gesehen, dass das überhaupt nicht mehr erfüllt wird. Und das kann niemanden beruhigen. Und demzufolge finde ich es sehr wichtig, dass es sogenannte alternative Medien gibt, wie etwa die Nachdenkseiten, die über die Komplexität der Dinge berichten und die unangenehmen Fragen stellen und Menschen darüber informieren, wie es ist. Und wenn das nicht so bleibt und das attackiert werden würde, dann haben wir keine guten Chancen, darüber gemeinsam ins Gespräch zu kommen, was ist der richtige Weg zum Frieden und wie können wir das gemeinsam auch meistern, sondern wir werden eine immer weiter gespaltene Gesellschaft haben. Und in diesem Sinne würde ich mir wünschen, unabhängig von unserem Buch, dass sehr, sehr viele Menschen von unseren Medien einfordern, dass sie endlich die Wahrheit sagen. Ja, es ist auch eine Frage persönlich an Sie. Sie haben ja eigentlich viel Autorität
was Osteuropa und die Ukraine angeht. Und jetzt haben Sie ein neues Buch. Wie sehr wird das denn jetzt eigentlich aufgenommen? Also bekommen Sie denn jetzt die Diskussion, die Sie so sehr verdient haben, um was passiert ist in der Ukraine und wie wir dazu kamen? Oder sind Sie jetzt nur auf den Nachdenkseiten? Mit Ihrer Hilfe schon. Und wir haben eine gute Diskussion. Und wir haben erstaunlicherweise sehr, sehr viele, oder nicht erstaunlicherweise, sehr, sehr viele Rückäußerungen von Leserinnen und Lesern, die uns privat schreiben. Mhm. Aber selbstverständlich nehmen wir auch zur Kenntnis, dass es kein einziges sogenanntes liberales Medium gibt, das je so getan hätte, als hätte es unser Buch gelesen. Mhm. Also Sie werden, Sie werden ignoriert von den großen Medien, kann man das so sagen? Ja, aber trotzdem sind wir inzwischen auf Platz 19 der Bestsellerliste und ich würde mal sagen, Ignoranz ist vielleicht auch eine Waffe. Ja. Menschen wissen, wo sie ihre Informationen kriegen können, wenn sie nicht mehr informiert werden von denen, die sie informieren sollten. Ja. Und unser Buch ist ein Beweis dafür, dass die öffentlich-rechtlichen Medien dringend darüber nachdenken sollten, welchen Auftrag sie haben. Ja, es zeigt es wirklich sehr, sehr deutlich. Also vielleicht ganz am Ende, ich fühle immer so ein bisschen moralische Verpflichtung gegenüber der Ukraine, weil ich auch Freunde dort habe und bin jetzt auch im Krieg letztes Jahr nach Kiew gereist. Und deswegen, ich habe immer ein bisschen Selbstzweifel, ob ich wirklich auch den Interessen und Bedürfnissen der Menschen in der Ukraine gerecht werde. Was würden Sie denn sagen? Ist Ihre Position, weil es wird ja immer so einfach gesagt, pro-ukrainisch und dann pro-russisch und so weiter. Warum würden Sie sagen, dass Ihre Position in Wirklichkeit eigentlich den Menschen in der Ukraine letzten Endes dienen würden? Weil ich gehe davon aus, dass Sie auch an die Menschen der Ukraine denken und dass sie Ihnen am Herzen liegen, auch wie mir. Ja, weil wir ganz entschiedene Vertreter einer wertebezogenen Außenpolitik sind. Ja? Mhm. Und wertebezogene Außenpolitik heißt, dass der oberste Grundwert, der für die gesamte Menschheit verbindlich ist, in der Außenpolitik verwirklicht werden muss, nämlich das Recht auf Leben. Ja? Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das ist der Wert, um den es uns geht. Und das bedeutet den Appell zur Friedenspolitik, zur Entspannungspolitik. Und wir sind ganz fest davon überzeugt, dass es für die Menschen in der Ukraine auf jeden Fall besser ist, in einem gut nachbarschaftlichen, wenn nicht sogar freundschaftlichen Verhältnis mit Russland zu leben, als in einem Krieg, dessen Ende niemand absehen kann, abgeschlachtet zu werden. Ich möchte noch hinzufügen, ich persönlich kenne die Ukraine erst seit dem Jahr 2002. Mhm. Und später bin ich in den Jahren 2015 bis 2017 eher regelmäßig in die Ukraine gefahren. Die Sowjetunion kannte ich im Jahre 1988 und 89 und dann später Russland im Jahre 2019. Was ich in der Ukraine erlebt habe, war ein großes Verlangen nach Aussöhnung in den Jahren 2015 und 2016. Was ich aber auch dort erlebt habe, war ein großes Bemühen seitens amerikanischer Kräfte, diese Aussöhnung zu verhindern. Und jedenfalls mein persönliches Bemühen, und ich finde die Ukrainer, das ist ein wirklich interessantes, großartiges Volk. Das muss man doch erhalten, das muss man doch retten. Und wie kann man es opfern aus dem Altar einer wirklich ganz, ganz gemeinen Politik, die Zerstörung von Russland
zum Ziel hat, die nebenbei gesagt auch nicht funktionieren wird. Das hat sich der alte Brzezinski so ausgedacht, das hat sich schon der erste Kaiser von Deutschland so ausgedacht, das hat sich vielleicht auch Napoleon so ausgedacht. Mein Gott, kann man nicht mal was Neues erfinden? Die Leute haben sich alle geirrt. Okay. Okay. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke Ihnen vielmals. Wir haben viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuschauer haben auch viel gelernt. Ich hoffe, unsere schlimmsten... Sie sind ganz klein, Herr Holmes. Ich sehe Sie so. Ach, Sie sehen mich so klein. Die Zuschauer sehen mich genauso groß wie Sie am Ende. Mir ist gerade noch etwas eingefallen. Ja. Ganz am Anfang bei der Vorstellung. Ja, bitte. Bei der Vorstellung haben Sie zu Petra gesagt, sie war Politikerin in der DDR. Das ist ja richtig, aber es wäre schon richtig zu sagen gewesen, sie war Mitglied der einzigen demokratisch gewählten Regierung. Sie hat ja keine politische Verantwortung zur Zeit der SED, sondern war in der Regierung de Maizière. Das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Dann müssen wir das unbedingt klarstellen. Ich habe das bei Wikipedia auch so gelesen und ja. Nee, das ist falsch. Ne? Also sie war Staatssekretärin in der ersten und einzigen frei gewählten demokratischen Regierung der DDR. Nicht vorher. Das stimmt. Das können wir dann klarstellen. Bei mir, ich war bis 2010 Mitglied der Europäischen Kommission, ja. Und nur in meiner ersten Amtsperiode für die Erweiterung zuständig. In der zweiten war ich der Vizepräsident und unter anderem der europäische Vorsitzende des Transatlantischen Wirtschaftsrates, was mich dazu legitimiert, etwas über die Politik der USA zu sagen, was mit denen intensiv zu tun hatte. Also im Gegensatz zu den meisten, die sich in der deutschen Politik im Augenblick zu diesem Thema äußern, kennen wir die Länder, die handelnden Personen, die Zusammenhänge. Alles gut. Seit über 50 Jahren. Ja. Das merkt man auch im Buch, ja. Von den Leitmedien ignoriert wird, ist schon ein ziemlich starkes Stück. Ne? Aber gut. Ja. Es läuft trotzdem, das Buch. Jetzt haben wir nicht gesprochen über die EU, Rolle der EU. Wir können das ja ein andermal machen. Aber was mir wirklich wichtig ist, und das hat nicht nur mit Ihnen zu tun, sondern es geht mir wirklich darum, dass heute Medien wie Nachdenkseiten nicht nur die Rolle erfüllen, die früher öffentlich-rechtliche Medien erfüllen sollten. Richtig. Und gleichzeitig bin ich tief besorgt, wenn es nur noch Nachdenkseiten wären. Also ja. Man sieht an den USA, was passiert, wenn die öffentlich-rechtlichen Medien einknicken. Man braucht immer Alternative. Ja. Aber wenn das nicht gelingt, sind wir verloren, aus meiner Sicht. Ja, und die Alternativen müssen am Ende auch eine wirkliche Alternative sein. Und das ist nicht einfach. Aber ich finde, wir machen gute Arbeit bei den Nachdenkseiten. Ja, natürlich machen Sie das. Aber wie gesagt, ja. 9 Millionen pro Tag sind bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Ja, das ist ein Unterschied. Und wenn diese 9 Millionen verbildet werden und dann merken, dass sie verbildet werden, das fangen Nachdenkseiten nie auf, dass die 9 Millionen gehen nie zu ihnen. Nein, sonst könnten sie mich jetzt in die Ukraine schicken, dass ich da Recherchearbeit mache und solche Dinge. Und dazu fehlt dann das Geld. Ja, das ist das. Also denn, lieber Herr Rund. Schön. Schönen Abend. Wir hören. Schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihnen danke ich auch. Danke. Tschüss.